Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute drehe ich mal wieder ein Manga-Unboxing. Das ist aber eine neue Art von einem Manga-Unboxing und zwar sind es nur Neuheiten. Ich habe mich entschieden, am Anfang des Monats ein Video nur über die derzeitigen Neuheiten zu machen, wo ich halt alle Neuheiten zeige, die ich mir bis jetzt gekauft habe. Da ja Kase, Egmont und Tokipop kommen ja auch immer circa zur gleichen Zeit raus. Und in diesem Video habe ich nur Neuheiten, die diesen Monat erschienen sind. Und als erstes fange ich mal an mit Tokipop. Da hätte ich nämlich einmal die Braut des Magiers, Band 2. Ist, glaube ich, erst heute erschienen. Und es hat ein 24-seitiges Bonusheft. Ist da noch eingeschweißt. Hier sieht man einmal das Bonusheft. Kostet 10 Euro und ist ab 15 Jahren empfohlen. Es gehört zur Kategorie Mystery. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Hier hätten wir einmal den Manga. Ist wieder in so einem Hochformat, auch wieder in schwarz gehalten. Finde ich auch wieder sehr cool. Dann innen gibt es einmal hier eine Farbseite wieder. Hier ist es auch wieder so, was ich auch wieder sehr geil finde. Dann ein zweiter ist wieder so eine Inhaltsangabe. Und hier hätten wir wieder einmal das Zimmer. Das war, glaube ich, schon im letzten Mal Band so. Und ja, hinten eine schöne, ich finde die Rückseite auch diesmal sehr schön. Zu dem Manga kann ich nicht sehr viel sagen. Ich habe den ersten Band schon gelesen. Ich finde ihn sehr gut. Also für alle Mystery- und Romanze-Fans ist das echt was Tolles. Und ja, es ist eine süße Reihe. Ich weiß zwar nicht, in wie vielen Bänden es abgeschlossen ist. Das würde mich mal interessieren, weil so große Mangas sind ja immer ein bisschen teurer. Und da kann ich mir dann nicht, kaufe ich mir nicht so viele Reihen davon. Dann kommen wir zu einem Special Booklet. Das wäre einmal so, ja, in so ein bisschen, ich glaube, es soll so Gold darstellen, aber es ist so golden sein. Und so, hier hätten wir, ist das Cover mit ihr drauf. Innen drin ist, glaube ich, eine Nebenstory. Also ich weiß nicht wirklich, was da drin ist. Scheint so wie eine Nebenstory zu sein. Und ja, es ist nur in der Erstauflage. Also, ja, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr euch die Erstauflage holen. Dann mache ich weiter mit Halleluja. Band 1 mit der Schokocard für diesen Monat. Über den habe ich bisher noch gar nichts gelesen. Ich habe halt das mit der Schokocard gesehen und dann dachte ich mir, ja, weil die mit der Schokocard sind meistens gut. Und ich wollte halt die Schokocard. Ich werde mal sehen, wie da so ist. Ist Kategorie Romanze, ab 13 Jahren empfohlen und kostet 6,50 €. Das Cover finde ich echt sehr niedlich. Es erinnert mich ein bisschen so an Are You Alice? Ja, sie sieht so aus wie so ein, wie Alice eben. Geht anscheinend, wie auf der, also auf der Rückseite steht, es geht um so eine Schule. Ein Mädchen, was neu in die Schule kommt. Und dort, Schülervertreterin wird. Das klingt ganz interessant. Und hier ist die Elf Studio Card. Und die finde ich richtig schön. Ich hoffe, man sieht sie gut. Die ist richtig schön. So, ich glaube, ja, wie heißt das Mädchen? Märchen meine ich, oh je. Die sieben Zwerge. Die sieben Zwerge. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wie sie hieß, wäre es auch schön. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. Aber ja, sie erinnert mich so ein bisschen an die sieben Zwerge. Boah, wie hieß das? Oh, wie hieß diese Prinzessin? Ah, ich hab's vergessen. Mist. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wie die nochmal hieß? Dann hat es keine Farbseiten. Und ja, hier ist wieder dieses Heftchen dabei. Das ist jetzt, ich glaube, ist das das Neueste? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Ist das das Neue? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht schon habe, weil irgendwie sieht das aus wie das eine, was ich schon habe. Keine Ahnung. Das ist auch immer wieder lustig, wenn man nicht weiß, was man schon hat. Lege ich mal hier hin. Vielleicht fällt es mir noch ein. Und dann mache ich immer weiter mit Band 11. Also ich mache jetzt mit Kase weiter. Band 11 von Tokipop mit einem richtig geilen Cover, wie ich finde. Es hat leider auch wieder keine Farbseiten. Ich fände das mal richtig geil, wenn die Farbseiten hätten. Und ja, es geht weiter. Ich habe schon gelesen. Ist wieder richtig actionreich.
Und ja, unbedingt Wörter kaufen an alle Tokyo-Ghoul-Fans. Es ist richtig geil. Kostet 6,95, Kategorie Action. Ich glaube auch, dass fast jeder Tokyo Ghoul kennt oder zumindest schon mal davon gehört hat. Dann der vierte Band von der Five Shades of Pink-Reihe, Friends and Lovers. Den fand ich jetzt nicht so toll. Ich fand zwar das Cover richtig süß, vor allem, da es ja dort auch um einen Jungen geht, der Boys Love mag. Also, und ja, dann lernt er einen Friseur kennen. Das ist so die erste Story. Und ja, die beiden verlieben sich, könnte man so sagen. Und ja, es ist jetzt nicht so toll. Hier ist auch nochmal so ein Cover. Ich fand die ersten zwei Geschichten gut, aber dann die letzten zwei finde ich nicht toll. Da kommt dann irgendein Tentakelmonster. Und ja, ich weiß es nicht. Ich mag keine. Also ich finde das mit so Tentakelmonstern immer recht doof. Das ist überhaupt nicht meins. Ist diesmal jetzt auch ab 18 empfohlen und kostet 6,95. Ist Kategorie Boys Love. Wie schon gesagt, das Außen sieht so total süß aus, aber innen vielleicht finde ich ja diese eine Story, die mir so gar nicht gefallen hat. Ja, dieses hier, dämonische Tentakelspielchen, das hat mir so gar nicht gefallen. Es sind hinten noch so ein paar Seiten, aber die vorderen Geschichten sind gut, aber das hinten ist einfach nicht so meins. Dieses Tentakelmonster, ich finde, das zerstört irgendwie ein bisschen das Buch. Also es zerstört die Story von den ersten zwei ein bisschen. Also es ist gut für Boys Love Fans, aber na, ja, das ist die letzte Geschichte. Hat so gar nicht. Ja, dann mache ich weiter mit Egmont. Da hätten wir Darwin's Game, Band 2. Den habe ich einfach mal gesehen. Da habe ich den Manga, also den ersten Band, vor kurzem in einem Tauschpaket bekommen. Und ja, jetzt habe ich hier den zweiten und ich fand das Cover so toll und sie hatten ihn. Ich dachte, mir könnte hier mal mitnehmen. Ich muss zwar zugeben, dass ich den ersten noch nicht gelesen habe, aber es sah cool aus von den Zeichnungen wieder. Und ja, ich werde mal gucken, wie der so ist. Aber hört sich wieder gut an. Ich meine, da kommt wieder der Mann mit dem Panda-Kostüm dran. Und der ist empfohlen ab 16, kostet 7 Euro, was ich wieder teuer finde. Kategorie Mystery. Ja, Egmont ist ja ein bisschen teuer. Zum Glück habe ich da nicht so viele laufende Reihen. Dann habe ich auch noch einen weiteren Egmont-Band und zwar Kuroneko Verwöhn mich. Das ist der zweite Band von Kuroneko Spiel mit mir. Ich finde ihn wieder sehr gut. Ich habe ihn gestern gelesen, gleich nachdem ich ihn gekauft habe. Es gibt, wo ist denn eine Farbseite, die ich zeigen kann? Ich suche. Da. Da sind. Also es hat drei Farbseiten. Den restlichen Farbseiten kann ich leider nicht zeigen. Und ja, es ist wieder eine sehr schöne Story. Ist ab 16 empfohlen, kostet 7,50, was echt übertrieben ist, da der noch dünner ist als der erste Band. Und Kategorie Boys Love. Ich habe gelesen, dass davon noch mehrere erscheinen sollen. Steht hinten drin, dass also in ihrem Nachwort. Das habe ich einmal gelesen. Ich lese das gewöhnlich nie. Und da steht eben drin, dass das eine Reihe ist. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Bände. Aber ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass dann ein zweiter rauskommt. Ich dachte jetzt, der wäre mit einem abgeschlossen. Dann habe ich mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass Kamika Eshi rausgekommen ist von Emma Toyama. Das ist der fünfte Band. Und ich habe auf den so lange gewartet. Ich glaube, der vierte ist August erschienen oder so. August, September, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und ich glaube, der sechste wird auch erst wieder August, September erscheinen. Und ich finde, das ist eine sehr lange Zeit. Ich werde jetzt auch nochmal erst die ersten vier Bände lesen, weil ich mich kaum noch daran erinnern kann, worum es eigentlich ging. Und ja, zu den Zeichnungen kann ich wieder sagen, sie sind total süß. Ich habe hinten so ein Bild gesehen, was einfach so mega süß ist. Wo ist es? Da. Dieses Bild ist so süß, aber auch so traurig. Ich habe mich schon ein bisschen gespoilert mit dem Ende, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Diesen Band werde ich wahrscheinlich ein bisschen schneller lesen, weil ja, es ist Kamikamikaeshiki. Und jetzt habe ich vergessen. Er kostet 6,50 und ist Kategorie Romanze, obwohl er auch ein bisschen Mystery sein könnte oder Fantasy zumindest. Und ja, das Cover ist geil. Das ist einfach mega geil. Das ist das beste Cover von den Bänden. Dann auch zu einer Neuheit noch. Beast Boyfriend Band 4.
Den habe ich auch schon gelesen. Ich habe diesmal wirklich schon sehr viel gelesen davon. Vor allem, weil es Reihen sind, die ich halt immer unbedingt weiterlesen wollte. Hat leider auch wieder keine Farbseite. Ich fand ihn wieder richtig gut, obwohl der Schluss mir wieder überhaupt nicht gefallen hat. Eigentlich ist in dem Band nicht so viel passiert, wie ich mir erhofft hatte. Ich dachte, es hätte mehr passieren können. Sie machen so einen Ausflug. Und ja. Ich will nicht spoilern, aber also jetzt mal kurz alle, die den den Anfang nicht gespoilert werden wollen, kurz stoppen. Und zwar, ja, er gesteht ihre Liebe, aber sie kommen dann irgendwie doch nicht zusammen oder kommen doch zusammen, das habe ich nicht kapiert. Also, wer das verstanden hat, bitte könnt ihr mir das mal schreiben. Und ja, einfach wieder süß. Obwohl das Ende hat mir nicht gefallen und ja, hinten steht wieder, hier, wer das lesen will, wer sich zum fünften Band bespoilern will, hier. Ich habe es auch schon gelesen, obwohl es verrät nicht so viel, genauso wie im dritten Band. Dann habe ich mir ein bisschen extra Zeug mitgenommen. Einmal hätte ich hier eine Leseprobe von Gang. Ui, der Name. Kargaster. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ist das ein C oder ein G? Keine Ahnung. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich mir einfach mal mitgenommen. Sah ganz interessant aus. Ja, auch hinten hier ist wieder so eine Farbseite drin. Die ist wieder sehr cool. Zeichenstil finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber ich werde es mal durchlesen. Bin mal gespannt, wie das so ist. Der erste erscheint am 18.02. für denjenigen, der sich den interessiert. Dann habe ich mir auch noch so ein kleines Ding mitgenommen. Mit so kleinen Teilen innen drin. Benutze ich immer so für die Tauschpakete, damit ich was draufschreiben kann. Finde ich immer ganz süß. Und dann habe ich mir noch ein paar Stifte geholt. Also eigentlich habe ich diese Stifte schon länger, aber ich habe immer vergessen, sie zu zeigen. Das dachte ich, könnte ich jetzt mal machen. Und zwar einmal diesen Stift hier. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen wenigstens. Dann diesen hier von Rilakkuma. Rilakkuma heißt es ja. Diesen Bären. Ich hoffe, man sieht das so wenigstens so ein bisschen, weil die sind so süß. Dann nochmal einen. Man sieht das so schlecht. Ich hoffe, man erkennt das so ein klein wenig. Und nochmal einen von Rilakkuma. Ist dann so, ich sehe ja eher so ein bisschen, ja, mehr. Ich hoffe, man erkennt das so mega schlecht. Und noch einen. Aber ich hoffe, dass man wenigstens den erkennt, weil den finde ich so süß. Da sind diese süßen kleinen Tierchen drauf, wie auch hier so sind. Ja. Und das war's auch schon mit meinem größeren Video. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir das mal in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch, weil dann sehe ich, ob ihr das mögt, wenn ich nur so ein Video über Neuheiten mache. Weil ich hatte jetzt mir eigentlich geplant, das jeden Monat zu versuchen. Also es kommt halt drauf an, wie viel ich kaufe, denn manchmal sind es halt nicht alle Neuheiten dabei wahrscheinlich. Beispiel, es fehlen jetzt auch noch Sommer der Glühwürmchen ist diesen Monat erschienen und QQQ Sweeper Band 2. Und ja, dass sowas fehlt halt dann in den Videos. Aber ich hoffe, dass euch das nicht so sehr stören wird. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ciao.